Leute, weiter geht es hier bei SnowRunner im Hard-Modus, immer noch auf dem PTS. Möglicherweise ist natürlich das Ganze schon live auf den Servern auch freigeschaltet, wenn dieses Video erscheint. Ich bin in Black Badger Lake und wir machen hier gerade Aufgaben, logischerweise. Wir sind dabei, das Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Und ich habe mir überlegt, dass ich die eine Aufgabe mit dem großen Container gleich mache. Bin mir aber gerade noch nicht ganz sicher. Liegt das jetzt alles am günstigsten organisiere, dass wir nicht so viel leer fahren. Dass wir nicht so viel leer fahren einfach. Licht an. Hier wieder vorsichtig fahren, sonst scheppert's. Dann packen wir das hier aus und wir fahren mal zu der Aufgabe mit dem übergroßen Container. Habe ich die überhaupt schon freigeschaltet? Es gibt nämlich hier eine Aufgabe, das Verlorene wiederfinden. Haben wir noch nicht getriggert, aber der Container dazu müsste hier drüben liegen. Theoretisch liegt er aber nicht. Wir müssen nämlich, glaube ich, die Aufgabe erst triggern. Sonst liegt das Zeug nicht da, ne? Das kann durchaus sein. Das heißt, wir fahren einfach hier hinten dann erstmal Stahl und Sprit holen. Machen wir so. Triggern wir ein andermal. Dass wir hier erstmal dieses Kraftwerk fertig bekommen. Und dann hole ich zur Not den Ford nochmal her und wir triggern noch ein, zwei Aufgaben. Mal gucken. Und gucken uns auch mal den Wachturm erstmal an. Hier ist alles jetzt runter, ne? Vom LKW, genau. Gut, dann fahren wir da hinten zu der Stelle. Dann können wir auch gleich mal gucken, wo oder wie teuer der Sprit hier ist. An der dritten Tankstelle hier auf der Karte. Das habe ich mir, glaube ich, nicht gemerkt. Quatsch. Auf geht's. Und wir spekulieren jetzt mal, dass der Preis doch günstiger ist. Ist ein Risiko, was soll's. Ist nochmal Stahl. Haben wir dieses Stahl nicht schon abgebaut da hinten? Hier wird mir nochmal Stahl angezeigt. Oder? Nee, das ist der Bahnhof. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil den anderen Stahl haben wir abgebaut schon. Fertig. So, wir müssten ungefähr 100.000 Öcken haben. Ja, passt. Also kein Risiko, hier irgendwie pleite zu gehen. Keine Chance eigentlich. Wir haben so viele Autos noch. Wenn wir alle Autos verkaufen, haben wir ein Kapital von, denke mal, weit über 200.000. Es gibt genug zu verdienen.
So, wir fahren hier über die Brücke rüber. Und über die Mittelinsel kommt man einfach am schnellsten, meines Erachtens, auf die andere Seite der Karte. Tja, die Brücke da unten, ne? Die Holzbrücke müssen wir noch weiter reparieren. Da fehlen 6 Holz. Kümmern wir uns aber nachher drum. Jetzt machen wir erstmal wirklich in Betriebnahme des Kraftwerks fertig. Das sollten wir heute in der Folge auch locker schaffen. Irgendwo links runter, um hinten diese Stelle zu umfahren. Hier geht's runter. Genau. Ich überlege, ob wir die Aufgabe schnell triggern da drüben. Dass der Container nachher da liegt. Aber die Aufgabe bringt nicht so viel Geld, habe ich schon mal geguckt. Bringt, glaube ich, unter 10.000. Muss ich mal drüber nachdenken. Kommen wir von hier überhaupt rüber? Das haben wir noch nie probiert, ne? Ob wir dann irgendwie hier von hier rüberkommen? Das sieht nicht so berauschend aus, ehrlich gesagt. Aber wir haben auch, ehrlich gesagt, kein richtiges Risiko gemacht, ne? Kein richtiges Risiko. Wisst ihr was? Wir probieren das einfach mal. Wir sind doch auf dem PTS. Da ist das alles nicht so wild. Ich will mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Da zu diesem Häuschen da drüben, zu diesen Schuppen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen blöd rangefahren hier. Das sieht fast so aus, als ob man hier rüberkommt. Ob das gar nicht so tief ist. Hier sind ein paar Felsen. Und auch ein paar Bäume. Die Felsen könnte man wahrscheinlich sogar rüberfahren. Tut sich schwer, ne? Ist wahrscheinlich besser dann da hinten durchs Dorf irgendwie. Ja, nee, ohne Winde. Nee, es ist zu modderig doch. Es würde gehen. Aber wir würden Ewigkeiten brauchen. Das heißt, für die Aufgaben muss ich mir einen anderen Weg aussuchen. Unten rum wahrscheinlich, da lang. So wie auf dem Live-Server auch. Das ist wahrscheinlich das Beste. Gut, aber wir haben es mal probiert. Hier ist eine kleine eckige Textur, so ein bisschen im Wasser drin. Sieht auch putzig aus. So, dann erstmal hier weiter. Dann müssen wir auch ein bisschen durch den Modder durch. Wir haben Differentialsperre nicht an. Entschuldigung. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Räder aufhören zu drehen. Aber ist klar.
So, hier laden wir den Stahl nachher auf. Wir holen aber erst einen Sprit hinten aus dem Wald. Und wir gucken jetzt mal, wie teuer hier tanken ist. Vier. Okay. Wir sind mit dem Container zur Aufgabe wahrscheinlich hier lang schneller, um die anzunehmen. Komm. Hier ist ein bisschen Modder. Vorsicht, nicht umkippeln. Wie bin ich denn hier sonst mal gefahren? Wir sind ja eigentlich mal angefahren, aber guck mal hier. Will er nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Könnte nachher mit den Windenpunkten eng werden. Wir dürfen nicht so mittig im Weg fahren hier an der Stelle. Kranmodus. Natürlich erstmal Frachtverwaltung. Hier gibt es auch nichts anderes außer Sprit. So, hier kommen wir sowieso ein paar Mal her. Jetzt ist die Frage, wie kann man nicht wenden wirklich? Gefällt mir jetzt gar nicht. Mann, die Kamera. Das gefällt mir gerade gar nicht so richtig hier. So, wie kann man diese Schlammstelle so ein bisschen umfahren? Ich muss mir jetzt auch merken, wir fahren wahrscheinlich einfach mal ein bisschen weiter hier außen lang. Wir machen jetzt hier mal einen Rasen. Wir fahren jetzt hier gerade rüber auch auf den Rasen. Jetzt die Frage, kommen wir hier hoch? Yo. Ohne umzukippen. Jo. So fahren wir. Nur merken. Muss mir das nur merken. Stahl mitnehmen, nicht vergessen. Logischerweise.
Man hätte jetzt auch gleich mehr Sprit mitnehmen können und den hier vorne erstmal rausschmeißen können oder so, aber ich habe jetzt keine Lust, da so doll nachzurechnen. Ich müsste das einfach mal wirklich rechnen, durchziehen, wie viel Sprit wir noch brauchen. 3 Stück haben wir noch im Bahnhof. Jetzt können wir nachher nochmal eine 5er-Ladung holen, hätten wir 8 Sprit. Vielleicht reicht das ja dann auch. Wie die Papierfabrik. So, den Stahl lade ich wieder so auf. Einfach rauf. Zeitgründe jetzt. Das ist voll beladen, wirklich gleich ein ganz anderes. Kommt da nicht vorwärts, ne? Selbst der Pacific nicht. Kommen wir da drüben schon ran? Achte grüne Neune. Achte grüne Neune. Müssen wir hoffen, dass er den Meter hier. Das ein Meter ist es ungefähr, ne? Den er nicht geschafft hat. Und wir müssen hier unten noch durch. Voll beladen. Oh, das wird. Eieieiei. Er hat halt keine richtigen. Er hat kein Allrad. So. Gibt's kein richtig, kein falsch. Hier drüben scheint ein bisschen mehr Haftung zu sein, ne? Mehr Untergrund. Wir müssen dann nur auch schnell wieder rüber. Das war nicht zu tief. Am liebsten würde ich hier hoch. Scheint auch zu klappen, okay. Also wenn er festen Grund unter den Rädern hat, ist der unschlagbar eigentlich, aber wenn es richtig dolle matschig wird, hat er noch so seine Probleme. Aber gut, sonst wäre es ja auch nicht mit einer, sonst wäre er unschlagbar, sagen wir es mal so. Alle Fahrzeuge, wie gesagt, haben irgendwo auch einen Schwachpunkt. Sonst würde es irgendwo das beste Fahrzeug geben und das gibt es einfach nicht, meiner Meinung nach. Ich muss wirklich überlegen, ob ich in dem dann irgendwie das Feinabstimmungsgetriebe baue. Ich weiß nicht, ob wir das schon für die LKWs geholt haben. Es kann sein, dass es das Upgrade ist, was hier noch irgendwo rumliegt. Dass man den hier vielleicht wirklich mit Feinabstimmung fährt. Gerade so bergauf und so macht sich das teilweise wirklich bemerkbar. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, dann holen wir mit dem Weitwestern noch die 2 Verbrauchsgüter und dann haben wir das Kraftwerk fertig. Ich weiß nur wirklich nicht mehr, was wir damit freischalten. Standort freigeschaltet. Wofür war das? Das hat, glaube ich, keine weitere Funktion. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr, hundertprozentig.
Oh, nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Ich glaube, ich brauche dann aber wirklich mal kurz einen Kartenwechsel, dass wir vielleicht nochmal irgendwie nach Taimir rüber gucken oder so, mit dem Ford erstmal. Hab mich noch nicht ganz entschieden, aber ich glaube, ich brauche mal einen Wechsel. Weil wir die Karte hier auch gerade auf dem Live-Server erst vor allem nicht allzu langer Zeit gespielt haben. Das ist jetzt ein bisschen, ja, nicht ganz so, wie soll ich sagen, spaßig. Und wir haben auch einen Haufen Knete verdient schon, also wir müssen jetzt hier auch nicht unbedingt weiter die Aufgaben machen, wenn es nur um die Knete geht. Wir machen mal die Aufgabe hier fertig und dann überlegen wir nochmal, wie es weitergeht. Dann holen wir mal schnell vom Bahnhof die Verbrauchsgüter. Mit dem werde ich nicht hier unten durchfahren. Mit dem können wir aber mal gucken, ob wir hinten lang kommen. Wir können glatt mal gucken, ob es auf der anderen Seite vom See einen Weg gibt. Einfach nur Interesse halber. Wir haben, glaube ich, noch 10 Minuten Tageslicht ungefähr. Es gibt ja noch ein paar Wege quer durch hier, ne? Aber, also hier durch, rechts durch zum Beispiel, aber der ist richtig schlimm, finde ich. Ist tausendmal einfacher, hier 10 Meter bis zur Brücke zu fahren. Und dann rechts zum Bahnhof zu fahren. Das ist wirklich easy. Ich müsste mir die Karte in Taimir erst angucken. Also wir können es nicht unbedingt in der heutigen Folge machen. Wir könnten mal vielleicht nach Alaska rüber gucken. Also irgendwo, wo wir schon mal waren, wo ich die Karte schon mal geguckt hatte. Ein paar Sachen habe ich noch im Kopf. Oder wir fahren hier halt einfach die Folge durch. Die Aufträge müssen wir mal schauen. Wir müssen den Ford auch erstmal in die Werkstatt schleppen. Vielleicht holen wir noch ein Upgrade. Oder ein Wachturm. Zwei Upgrades fehlen, glaube ich, noch hier. Verbrauchsgüter. Nee. Yes. Es sind aber nur 4 übrig. Ja, es gibt ja noch ein zweites Lagerhaus halt, ne? Da ist auch noch ein Haufen Zeug drin, ne?
nur nicht verklicken und irgendwie aus Versehen eine Fracht zerstören. Das geht nämlich auch, ne? Wenn man zu schnell klickt, dann fragt dann irgendwie, wenn eine Fracht dasteht, wirklich zerstören oder so. Aber natürlich nicht. Hat gereicht, ne? Ich wollte gerade noch runterkullern. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier hinten langkommen. Dann können wir... Ach, siehst du, wir können den Anhänger gleich mitnehmen. Nee, können wir nicht, weil der hat einen Kran dran. Doch, können wir doch, mit der Winde. Oder? Wie machen wir das? Ich weiß nicht, ob es hinten lang geht. Auf der Karte... Ich bin auf dem Live-Server hinten nie rumgefahren. Sieht man von hier irgendwas? Da könnte direkt ein Weg lang führen, ne, da hinten. Wir schleppen den Anhänger so ein Stück mit rum. Den hier vorne. Man könnte den noch erstmal für ein paar Aufgaben klauen. Aber pff, war ja auch keinen Bock drauf. Ich fahre die mittleren Stämme halt einzeln. Das ist dann so. Könnte da hinten lang gehen. Und die Aufgabe haben wir schon angenommen, ne? Die haben wir schon angenommen. So, also mit der Winde, mein Freund. Aber dann können wir halt nicht abgeben. Aber wir können den schon mit rumschleppen, dann brauchen wir nachher nicht nochmal extra herkommen. Kürzer geht nicht. Kürzer geht nicht. Da ist ein fetter Stein, da wollte er jetzt nicht drüber. Ein bisschen Schwung wahrscheinlich. So. Ja, hier haben wir den Stahl schon abgebaut. Die Steine, ne? Die finde ich ein bisschen schwer, glaube ich. Ja. Bin ich mal gespannt, ob es hier irgendwie... Ich meine, der Weg zeigt noch hier lang, aber der geht jetzt mitten durch einen Sumpf durch. Puh. Kommen wir hier vorbeigefahren? Hier sind ein Haufen Steine, das ist jetzt riskant. Weil einmal blöd gesprungen, kippen wir um, ne? Oder wenn es irgendwo zu schräg ist. Ich muss mal abkoppeln. Wir müssen mal kurz abkoppeln und uns hier erstmal rausziehen. Aber hier scheint auf jeden Fall ein Weg rumzugehen. Ich ziehe mich, glaube ich, hier lang. Ich ziehe den Anhänger nur erstmal ein Stück nach und dann setzen wir wieder um. Nicht so weit darüber, nicht so weit darüber. Ah, kommen wir schon nicht mehr ran. So, nochmal ein kleines Stück zurück.
vielleicht auch noch nicht. Nö. Hey, wir müssen wieder den Anhänger nachziehen und dann nochmal umsetzen. Reicht noch, immer noch nicht. Guck mal. Wir hatten irgendwie nicht den Anhänger erwischt. Auch geil. Ja, es ist schon wieder der Baum, ne? Das ist, weil der Baum da nicht despawnt. Irgendwie, der hängt jetzt genau am Baum, der Anhänger. Der Baum. Geh weg, Baum. Normalerweise die spawnen ja eine Weile. Nee. Vielleicht können wir den nochmal weg. Nochmal wegfahren, den Baum. Wenn wir dagegen ballern irgendwie. Komm, geh weg hier irgendwie. Geht nicht weg. Der Baum geht nicht weg. Obwohl er jetzt schon nicht mehr angeboten wurde. Rüber da irgendwie. Nee, es wird einfach nicht. Der hängt da irgendwie an irgendwas dran. Komm ein Stück weg irgendwie. Der verkeilt sich da immer mehr, ne? Der Anhänger. Und wir haben nicht mehr viel Sprit. Der ist da irgendwie in einem Baumstamm drin. Also so sieht es jedenfalls aus. Der hat sich verkeilt. Ich lasse ihn jetzt. Wir fahren jetzt... Müssen wir mit dem Pacific kommen oder irgendwas Größerem. Wir fahren jetzt erstmal die Aufgabe abgeben. Auf jeden Fall ist hier ein Weg lang. Das ist schon mal cool. Wir müssen mit irgendwas kommen, wo wir den Anhänger ankoppeln können und uns dann mit dem Auto rausziehen. Gibt, glaube ich, auch über 10.000 irgendwie Aufgabe.
15.000. Endlich können wir Stahl und Ziegel produzieren. Das wird auch dir zugutekommen. Stimmt, wir haben damit hier, glaube ich, erstmal das hier angeschaltet und die Ziegelproduktion. Ja, so war das, glaube ich. So, hier liegt noch ein Upgrade. Das ist, glaube ich, das Feingetriebe. Verlorene Teile, Steinrahmen. Haben wir noch irgendeinen Wachturm nicht aufgedeckt? Den hier oben. Wie kamen wir da nochmal am dürfsten ran? Auch hier irgendwo, ne? Hier hinten lang. Ach ne, hier hoch. Wir werden jetzt mal den Fort einfach nachziehen. Der ja noch auf der anderen Karte steht hier mit dem Tankanhänger. Den holen wir erstmal mal drüber. Dann holen wir uns vielleicht noch schnell das Upgrade, das eine. Und fahren dann zum Dingsbums. Zum... Du weißt schon was. Du weißt schon was, du weißt schon was. Zum Wachturm. Licht an. 15.000 Credits für eine Aufgabe. Mann, Mann, Mann. Dafür muss man, wie gesagt, auf den anderen Karten teilweise 5, 6, 7 Aufgaben machen, was auch ewig dauert, ne? Darf man nicht vergessen. So, Papierfabrik B. Brauch nochmal 6 Metallrollen. Ziegel, 12 Ziegel. Zement, Betonplatten. Wir müssen genau rechnen dann später. Wir machen erstmal Papierfabrik A und B nachher. Irgendwann. Aber ich würde, wie gesagt, zwischendurch gerne mal switchen nach Taimir rüber. Mir wird das hier schon wieder einfach zu eintönig gerade. Wir können vielleicht aus den Azov kaufen. Ich müsste auf dem Live-Server nochmal gucken, welcher von den beiden Azovs vielleicht einen Anhänger rankriegt mit Kran und Pritsche. Das müsste ich auf dem Live-Server mal testen. Oder halt hier auf einem anderen Spielstand. Sagen wir mal so. Nicht gegen Leitplanke und nicht verlenken. Schönsinnig. Wieder nebenbei auf die Karte, ist wieder gefährlich. Wir müssten dann ein paar Aufgaben triggern mit dem hier. Und dann könnten wir eigentlich wechseln. Auf der Karte hier gibt es genug Tankstellen, sodass der Fort nicht unbedingt gebraucht wird, würde ich mal sagen. Ach, es gibt wieder diese eine Aufgabe, die nur ein Scout machen kann, ne? Das hatten wir auf dem Live-Server mit dem Hammer gemacht. Aber jetzt sehen wir uns ganz zum Schluss auf. Wir kriegen sowieso nicht so schnell die 100% auf der Karte hin, weil wir hier viel mehr Holzaufgaben drauf haben. Und das ist erstmal nicht Priorität. So, jetzt bin ich schon dran vorbeigefahren, glaube ich. Ich müsste hier mal anhalten. Wir tanken uns selbst mal voll. War der falsche Knopf wieder mal. So, wir müssen nämlich hier runter. Da. Die Aufgabe haben wir, glaube ich, schon angenommen. Verlorene Teile. Ja. Hilfe für den Farmer. Haben wir noch nicht angenommen. Die müssten wir triggern vielleicht. Und dann fahren wir... Boah, wo fahren wir ran an das Upgrade? Wir fahren dann erstmal nach hier und gucken, wie wir am dürfsten ans Upgrade rankommen. So, Anhänger lösen. Ne, ist schon gelöst. Und wieder vorwärts.
Hilfe für den Farmer. Was war denn das nochmal für eine Aufgabe? Passt das? Ja. Ein bisschen doof geparkt, ne? Klein bisschen doof geparkt. Hier oben noch mal hin. Ah, da gibt es nur Steinrahmen. Verlorene Teile. Hier, das liegt alles schon da. Okay, das ist, glaube ich, nämlich die Aufgabe. Hilfe für den Farmer. Was wollte der denn noch mal? Ist das die Brücke reparieren gewesen? Die Holzbrücke. Fällt mir gerade partout nicht ein. Oh, Brücke, kriegen wir einen Schreck hier. Das haben wir schon getriggert, ne? Der will nämlich irgendwelche. Genau. Auch Teile gebogen bekommen, glaube ich. So, was wolltest du nochmal? Vor allem, wo ist der Aufgabenbereich? Da ist der Aufgabenbereich. Hilfe für den Farmer. Was war denn das gewesen? Meine Farm wurde überflutet, ich muss umziehen. Ich habe meinen Truck zurückgelassen. Kannst du mir helfen, ihn zu holen? White Western Star? Der steht da hinten im ganz am Eimer. Den sollen wir bis hier ziehen. Ist ja auch krass. Das ist ein bisschen unverschämt fast schon. Ist ja ein bisschen Entscheidung und Konsequenzen. Was ist denn das noch? Das haben wir auch noch nicht angenommen. Also wir fahren jetzt erstmal unsere Markierung ab. Und gucken, ob wir das Upgrade im Dunkeln finden. Nicht so weit hier ins Wasser rein. Okay, den Truck abschleppen. Na gut, das können wir mit dem hier nicht machen. Den kriegen wir da nicht raus mit dem. Irgendwann wirklich vielleicht mal Flutlicht anbauen, aber wenn wir auf dem hier Flutlicht anbauen, dann hat der vorne diese Ersatzteile, glaube ich, nicht mehr dran. So. Aber hier könnten wir auch lang fahren, ne? Theoretisch. Ist fast schon einfacher. Einfach hier hoch und sagen wir mal erstmal bis hier. Steinbruchrennen wäre ein Erfolg. Können wir auch probieren. Habe ich auf dem Live-Server auch noch nicht gemacht. Also auch im normalen Modus nicht.
Wie viel haben wir hier eigentlich? Zwei Frachten. Das ist ein bisschen irreführend, ne? Mit diesen Stämmen. 6 Stämme und tralala bla bla, die hätten einfach so formulieren können. Besser formulieren können. Da ist noch ein Truck im Steinbruch zum Abschleppen. Das ist auch noch eine Aufgabe, wenn wir hier oben gerade mal sind. So, jetzt das Upgrade. Hier irgendwo links drin ist das Upgrade. Da leuchtet es da drüben. So, jetzt mal gucken, ob wir hier durchkommen. Haben wir einen Schnorchel dran mit dem Auto? Wir haben einen Schnorchel, glaube ich, dran schon an dem hier. Können wir uns ja mal ein bisschen ziehen. Passen wir da genau durch? Wird eng, es wird eng. Könnte aber klappen. Nur im Dunkeln auch wieder rausfinden, ne? Das ist immer noch mal wieder eine andere Nummer. Oh ne, die Bäume stehen eng, da passen wir nicht durch. Da passen wir. Oh. Achso, wir sind noch dran am Baum. Da passen wir nicht durch, da passen wir nicht durch. Auch nicht mit Gewalt, glaube ich. Ne, da passen wir nicht durch. Also erstmal wieder ein Stück zurück, ne? Mal gucken. Was ist denn hier rechts? Ja, ist alle ziemlich voll mit Bäumen. Auch die Uhr ist geile Stelle hier. Tja, man sieht leider auch nicht, ob es hier irgendwie durchgeht. Können es nur probieren. Zu dicht dran schon an dem Baum. Boah, hier könnte es durchgehen. Hier könnte es durchaus lang gehen. Wenn wir hier zwischen diesen beiden Bäumen durchkommen. Wenn wir die Äste weggeknickt bekommen, ne? Yes, so. Was ist es denn jetzt genau? Feinabstimmung? Ah, für die ganzen Trucks, ne? Ja, quälen wir uns mal wieder rückwärts raus. Ist am besten, ne? Wenn wir hier reingekommen sind, kommen wir hier wieder raus. Theoretisch, wenn ich richtig lenken würde. Eine Aktion schon wieder im Dunkeln, ja? krass. Können wir hier nicht, wir können mal rückwärts reinstoßen und dann vorwärts rausfahren, oder? Sind aber schon wieder, glaube ich, zu dicht am Baum dran.
Ah, nicht zu doll mit dem Motor rein. Mit der Schnauze. Drüben schon ran eigentlich. Na klar, guck mal. Da kommen wir raus. So. Ein Stück weiter nach hier. War ja nicht ein Weg lang. Ach nee, wir sind noch nicht ganz auf dem Weg. Und dann fahren wir mal Entscheidungen, Konsequenzen annehmen. Wir fahren also da und dann nach rechts, nach links. Hier sind wir erstmal raus. Hier ist das schöne Ziegelwerk. Hier braucht man dann Zement und Sand. So, wo ist die Aufgabe? Wo ist die Aufgabe? Hier ist die Aufgabe. Steht nämlich noch irgendwas im Modder. Gucke mal. Ich wusste nicht, dass er da hinfahren sollte. Tralala versinken. Herausziehen. Zum Haus am Sumpf. Ach, den müssen wir nur hier rausziehen irgendwie, ne? Ist gar nicht weit. Und die Frage. Inwieweit kommen wir da mit unserem kleinen Ford ran? Weil es ist hier ja nicht umsonst, dass der sich da festgefahren hat, ne? Kommen wir noch nicht ran von hier, oder? Reicht nicht. Das nicht von hier genommen? Reicht nicht. Aber hier vorne haben wir. Oh, ganz vorsichtig. Halten die? Das ist gut. Müssen wir wieder peu à peu uns selbst rausziehen, den nachziehen, das übliche Spiel. Ah, kann noch ein bisschen. Den können wir da nicht behalten, ne? Ich glaube nicht.
Oh, der geht weg. So, der könnte auch wegknicken. Müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. Nur anziehen immer. Nur anziehen. Nur kurz anziehen. Ah, das ist zu weit. Das könnte reichen. Ach Quatsch, in die andere Richtung. Reicht, wenn wir reindutschen jetzt, glaube ich. Jo. Nicht viel. Aber schnell erledigt. So, was haben wir noch? Wir haben hier nichts drin, glaube ich, ne? In dem... Muss schon mal gucken im Werk. Wir müssten hier komplett alles anliefern. Nicht auf Vorrat. Steinbruchrennen. Wir gucken mal, was Steinbruchrennen ist. Wird's schon hell? Oh ja, 5.10 Uhr. Müssen wir in der nächsten Folge machen. Wir gucken mal hoch beim nächsten Mal und machen das vielleicht gleich, dann haben wir das erledigt. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.